Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Christian Walter von Tradevola und wie jede Woche wollen wir Ihnen natürlich auch diese Woche einige interessante Werte mit an die Hand geben. Wir haben ja jetzt die ersten kleineren Korrekturen im Markt gesehen, was glaube ich auch nach den Phasen mit ständigen neuen Allzeithochständen alles ja, völlig normal ist und eine technische Korrektur in der Form darstellt. Haben wir trotz alledem noch einige interessante Titel gefunden, die trotz der etwas schwierigeren Marktphase weiter nach oben gehen. Das heißt, zum einen sind es, glaube ich, einige Titel in diesem Bereich, haben wir den Wert CCL, Carnival Corporation, aus dem Cruise- oder Reisebereich. Dann werden Sie aber auch andere wie Norwegian Cruise Line finden oder American Airline. Hier muss man natürlich jetzt eins sagen, die Volumen sind jetzt nicht mehr ganz in dieser Größenordnung, wie wir sie zuvor gesehen haben. Wir können es ja kurz im Chart etwas größer machen, dass Sie es auch gut erkennen. Haben jetzt hier einiges an Call-Volumen gesehen. Sie unten, glaube ich, ganz gut zu erkennen ist und auch wichtig, hier gab es jetzt den Ausbruch über das letzte Allzeithoch mit Beginn dieser Woche. Ist immer noch sehr schwankend, aber wir haben ähnliche Tendenzen auch bei American Airlines gesehen. Also diese Titel laufen trotz Korrektur im Markt momentan recht gut. Und ganz aktuell von heute und gestern sicherlich auch aufgrund der News Disney. Disney hat jetzt den Ausbruch geschafft. Hier sollten wir vielleicht auch einmal auf einen etwas größeren Zeitraum blicken. Wir haben hier mal den Weekly-Chart und dann sehen Sie, wir sind hier auf dem absoluten Allzeithoch. Noch ist doch etwas weiter auseinander. Der Ausbruch, der diese Woche geglückt ist, über die letzten Höchststände bei Disney. Ziel ist jetzt hier die 200-Dollar-Marke. Das heißt, die sollte auch diese Woche noch erreicht werden. Also Disney, Grund war hier der Bekanntgabe neuen Streaming-Dienstleister, der hier mit implementiert wird. Und Disney momentan ganz heißer Kandidat für eine Fortsetzung des Ausbruchs. Also das sind die ersten zwei Titel, die wir hier aktuell für Sie einmal mit zusammengestellt haben. Und ganz aktuell auch ein alter Bekannter, der wieder etwas stärker aufkommt. Das ist AMC. Nach wie vor sehr volatil, aber wenn wir uns jetzt mal alle Werte anschauen würden der letzten Wochen, werden Sie sehen, wir hatten es ja glaube ich letzte Woche auch schon mal dargestellt in dem Video, dass viele komplett alles wieder korrigiert haben, teilweise sogar unter diesem Bereich gefallen sind. Aber bei AMC stellen wir eins fest, es kommt jetzt wieder Volumen in den Markt, wirklich hier, wie wir sehen, mit über 600.000 gehandelten Optionen pro Tag, wirklich ein recht hohes Call-Volumen, was natürlich die Kurse auch dementsprechend beeinflusst. Hier nochmal zur Kontrolle, wir sind bei 14%, gestern war es sogar noch mehr und nächstes Ziel sollten hier die 8-Dollar-Marke sein, aber hier natürlich nach wie vor besonders Vorsicht geboten. Die Werte stehen auch, was die Margin-Anforderungen anbelangt, nach wie vor bei vielen Brokern noch mit vielen höheren Margin-Anforderungen in einer ja, Liste, wo wir sagen wir mal, den Auslöser erkennen, was GameStop war, also bei den Werten immer das Ganze mit etwas Vorsicht zu genießen. Man merkt natürlich, dass eine gewisse Unsicherheit momentan am Markt ist. Es gibt aber nach wie vor Titel in diesem Bereich. Und den letzten, den wir Ihnen noch zeigen möchten, der war ein Stück weit von gestern. ExxonMobil hat hier den Ausbruch über die 55-Dollar-Marke jetzt fast vollzogen. Und hier sehen wir auch ganz klar positive Tendenzen. Das zeigt sich auch in diesen Marktphasen, glaube ich, immer besonders gut, wenn der Markt 1-2% korrigiert und Sie sehen, der Wert ist trotzdem noch im Plus oder macht diese Korrektur des Marktes nicht mit, dann ist das ein positives Zeichen. Am Ende muss man natürlich immer eins mit bedenken, wenn der Markt weiter nach unten geht, werden sich auch solche Werte dieser Marktphase nicht entziehen können. Aber das hat, glaube ich, die Corona-Krise ganz gut gezeigt. Diese Werte sind auch die ersten Titel, die dann schnell wieder nach oben kommen. Also sind das natürlich prinzipiell, gerade wenn wir die letzten Wochen betrachten, sehr gute Chancen, bei dem einen oder anderen Wert auch mal günstiger einzusteigen und nicht diese hohen Kurse zu nutzen. Und um vielleicht da noch ein, zwei Sätze zum Abschluss Ihnen mit auf den Weg zu geben. Das ist das, was die Vergangenheit immer wieder gezeigt hat. In diesen Marktphasen sind natürlich, wir haben es früher mal als schwaches Kapital bezeichnet, diejenigen, die ganz am Hochkurs eingestiegen sind. Das wären die, die eine technische Marktkorrektur dann nicht überstehen, die ihre Position schließen müssen, aufgrund vielleicht auch der Portfoliogröße, was auch immer, oder diese Szenarien nicht kennen. Und nachdem diese technische Korrektur, sage ich mal, den Markt so ein Stück bereinigt hat von dem sogenannten schwachen Kapital,
kommen dann diese Titel auch recht schnell wieder nach oben. Also von der Nachrichtenlage hat sich momentan nicht allzu viel geändert, sodass wir da auch recht positiv den nächsten Wochen gegenüberstehen. Und wie gewohnt, wir werden Sie hier auf dem Laufenden halten. Also subscriben Sie zu unserem Kanal, sodass Sie auch keines der folgenden Videos hier verpassen. Vielen Dank.